Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sahanta. Wie ihr sehen könnt, versuchen wir es nochmal auf das Rentier. Ja, letztes Mal hat es ja schon einigermaßen gut geklappt. Wir haben ein paar erlegen können, allerdings nur Weibchen, und wir wollen natürlich noch ein Männchen erlegen. Ja, und heute habe ich mal nicht den Bogen dabei, sondern die Armbrust. Ja, ich habe mir die Armbrust geholt, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich damit ein bisschen besser schieße angesichts des Zielfernrohrs. Und ja, ich denke, das ist eine ganz gute Alternative zum Bogen, der auch die Tiere nicht so verschrecken lässt. Also der Bogen natürlich auch nicht, aber jetzt im Vergleich zu einer Schusswaffe. Also wenn ich jetzt irgendwie einem anderen Tier begegnen sollte, hinter dem ich nicht her bin, ja, Elch oder so, Rehe vielleicht, dass ich die dann mit der Armbrust erlegen kann. Vielleicht auch das Rentier, wenn wir nah genug rankommen. Ja, ich werde mal gucken, was sich da machen lässt. Und ansonsten haben wir natürlich für die 7 mm dabei, damit wir auch weiter entferntes Wild beschießen können. Ja, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn wir das starke männliche Rentier hier am anderen Berghang sehen und da nicht hinkommen. Dann können wir natürlich noch die 7 mm rausholen und es erlegen. Aber jetzt würde ich mal sagen, genug gelabert. Und wir werden jetzt ein bisschen hier in die Wildnis reinziehen und mal gucken, ob wir nicht noch ein paar Rentiere finden können. Und sobald ich was sehe, hole ich euch wieder dazu. Also, bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück. Ich bin bis zum Hochsitz gelaufen, zum Bärenfass. Und da laufen tatsächlich noch zwei Bären rum. Jetzt weiß ich natürlich, ja, okay, jetzt ein bisschen zu weit. 50 Meter. Bisschen rüber. Die Armbrust, die geht bis 40, glaube ich. Also, ja, müsste ich jetzt hoffen, dass die näher rankommen, oder ich gehe näher ran. Ja, wenn die jetzt hier in meine Richtung laufen würden, dann würde das vielleicht schon klappen. Aber 40 Meter ist natürlich, ja, okay, bis zu dem Stein, da müssten die kommen. Ja, ich kann vielleicht auch einen Schuss knapp über 40 wagen. Ja, ich weiß es nicht. Leider ist das noch alles zu neu für mich. Aber ich höre auch, da unten läuft nämlich noch einer. Und der sieht doch näher aus als 40 Meter. Der läuft jetzt gerade dahin. Ich gucke mal kurz, wie weit der noch weg ist. Ja, wenn ich mich beeil und den See. Er hat sich natürlich den Körper nicht genau. Und der liegt tatsächlich sofort. Also das hätte ich ja nicht gedacht, ne? Also da muss ich mal sagen, das war schon mal jetzt hervorragend und lief tatsächlich besser als erwartet. Ich habe noch gerade das Rehhufen hören. Ich call einfach mal und gucke, ob es kommt. Die Bären, ich weiß gar nicht, ob sie so weit fliehen, weil so laut war der Schuss ja nicht. Also vielleicht kommt die auch noch mal zurück. Und ansonsten gehe ich gleich den Bären einsammeln, wenn das Reh jetzt hier nicht zügig kommt. Und wenn es weitergeht, schalte ich euch wieder dazu. Also bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Das Reh kam leider nicht mehr. Die Bären, die kreuchen, glaube ich, noch da hinten irgendwo rum zwischen den Büschen. Ja, da sehen wir einen. Aber die bewegen sich auch nicht wirklich drauf zu. Deshalb
Gehe ich jetzt mal den Bären einsammeln und guck mal, ob das ein Glücksschuss war ins Herz oder so. Oder was wir getroffen haben, dass der direkt umgekippt ist. Weil das war jetzt doch schon eine kleine Überraschung. Ich dachte schon, es gibt wieder eine Nachsuche, die nicht ohne ist. Ich habe ja. Oh Gott, ich höre einen Bären. Ach du Scheiße. Holy shit. Und der liegt auch direkt. Also, das ist ja unglaublich, was hier los ist. Ja, also, ich weiß nicht, wie weit entfernt war. Ich habe den auf 20 Meter geschätzt. Und habe versucht, den Kopfschuss halbwegs anzubringen. Ja, waren sogar irgendwie so um die 20. Boah, den Bär habe ich nicht gesehen gehabt. Ja, der hätte uns auch mal böse überraschen können. Da hinten kommt schon der nächste. Ja, also wir sammeln jetzt erstmal die beiden Bären hier ein, gucken, wo wir die getroffen haben. Weil das möchte ich jetzt mal gerne wissen. Tatsächlich nur die beiden Lungen. Also die Durchschlagskraft ist schon mal hervorragend, ja. Sogar 24,8, kein kleiner. Also als wir den 25er gesucht haben, da waren die Bären ja von diesem Kaliber schon eher Mangelware. Nehmen wir noch hier die Armbrust raus. Und machen das Foto. Sehr schön, um den Bären da hinten kümmern wir uns gleich. Ich gehe jetzt erstmal den hier einsammeln. Ja, eigentlich wollte ich ja Karibus jagen. Aber das artet jetzt hier in so einem Bärenfestival aus. Aber noch eben schnell gucken, wo wir den hier erwischt haben. Wahrscheinlich in den Kopf, ja. Das Loch ist im Kopf. Haben wir sogar das Gehirn getroffen und hier noch. Also, ich muss sagen. Durchschlagskraft nicht schlecht, ne? Hier fast bis zum Schulterblatt durch. Aller Halswirbel. Also der haut schon ordentlich rein, die Armbrust. Und dann gucken wir mal, was der Bär da hinten noch. Ob wir den auch noch kriegen können. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo er hin ist. Na, ich kann mich jetzt natürlich hier irgendwo hinsetzen und warten, aber so schnell laufen die auch wieder nicht. Ich müsste da. Ah, da kommt er schon. Ist klar, zu nah will ich jetzt auch nicht rangehen. Ich würde mich jetzt hier irgendwo hinhocken. Und dann gucke ich mal. Der Baum ist auf knapp über 40. An dem ist er gleich. Ja, jetzt ist er noch auf 50 Meter. 48, da frisst er schon. Ja, jetzt kommt er näher. Also werden wir uns schon mal in Schussposition begeben. Und immer versucht zu erlegen und das klappt schon wieder. Also jetzt drei in Folge. Ohne große Fluchten. Beziehungsweise keine Fluchten, ja. Das müsste wieder ein Genickschuss gewesen sein, denke ich. Der hat den Kopf schön gesenkt. Also aufs Genick ist die Armbrust auf jeden Fall hervorragend. Auch auf den Körper haben wir gerade gesehen, ja. Aus knapp 40 Metern. Voll durchschlagen. Ja, sogar ein Kopfschuss war es. Da habe ich den Fall dann doch höher gesehen. Na gut, sammeln wir den mal ein. Ja, also bis zum Herzen habe ich sogar getroffen. Durch die Lungen. Also ich weiß ja, dass sie das Update hatten mit dem geänderten Durchschlag der Pfeilwaffen, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die Armbrust da auch erwähnt wurde. Das müsste ich noch mal in Erfahrung bringen. Aber auf jeden Fall ist das schon bemerkbar, ja?
Also wenn das an der Armbrust auch geändert wurde, ich habe die vorher natürlich nicht benutzt, weil ich die nicht hatte. Aber wenn wir jetzt hier mal uns die Durchschlagskraft angucken, gerade durch die beiden Lungen durch, ja, dann frontal in den Kopf bis zum Schulterblatt durch alle Nackenwirbel und jetzt durch den Kopf, also der Schädel ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz so dünn bei so einem Bär. Ja, durchs Gehirn, durch die Lungen, bis ins Herz rein. Ja, also Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. Ja, also gucken wir mal, wie das sich hier weiterentwickelt. Jetzt hoffe ich natürlich noch ein paar Karibus zu finden, aber da kommt schon der nächste Bär angelaufen. Das geht hier heute rucki-zucki. Ja, den haben wir auch auf knapp 37. Ja, und der geht jetzt. Gucken wir mal, was wir da getroffen haben. Da habe ich natürlich auch nicht gewartet, bis der stehen geblieben ist, um da irgendwie einen platzierten Schuss anzubringen. Und der Winkel war auch bescheiden, möchte ich sagen. Also eigentlich schießt man natürlich nicht aus dem Winkel mit der Armbrust. Aber gucken wir uns mal an, was wir getroffen haben. Dunkles Blut, das sieht nach einem Bodytreffer aus, aber wir haben die Eingeweide von vorne. Okay, dann ist der wahrscheinlich wieder durchgegangen bis was weiß ich wohin. Das wird wahrscheinlich etwas länger dauern mit einem Eingeweidetreffer. Also werde ich den jetzt erstmal ein bisschen verfolgen gehen und euch dann dazu holen, wenn ich ihn gefunden habe. Also, bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück. Ich habe den Bären ein bisschen verfolgt und habe ihn tatsächlich tot gefunden. Auf dem Weg hat er doch relativ viel Blut verloren, sodass ich von einem Lebertreffer ausgegangen bin. Allerdings, wie ihr sehen könnt, hat sich das dann später, nachdem er sich niedergelassen hätte, ja, also ich hatte eine Bedding Area gefunden. Hier, 50 Meter vorher oder so. Und dann dachte ich, habe ihn wieder aufgeschreckt. Und danach hat der Bodytreffer angezeigt und keine Eingeweide mehr. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass sich auf einmal die Trefferlage ändert. Ja, ob das ein Bug ist oder was auch immer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall merkwürdig das Ganze. Beim Bogen hatte ich das zum Beispiel auch. Also weiß ich nicht, ob das jetzt ein Bug bei den Pfeilwaffen ist. Aber ja, ich habe keine Ahnung, wo. Ich muss mal nur die Aufnahmen angucken, wo wir den getroffen haben, ob ich da irgendwas sehe. Aber dass ich da die Eingeweide getroffen habe, bei dem Schuss von vorne, ja, keine Ahnung, wie das jetzt passieren konnte. Ja, der muss ja, also wenn er da getroffen hat, wo ich gehofft hatte, muss er hier irgendwo rein hier und hier überall durch und da hinten dann zugeschlagen haben. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall 25,5, kein schlechter. Ja, deshalb machen wir da auch mal ein Foto. Ist auch mein 25. Bär. Ja, dann muss ich mal gucken, hier irgendwo hinterstellen. Dann nehmen wir jetzt mal das Foto mit. Und ja, ich hoffe, ich bin jetzt hier mal aus der Bärenregion raus. Ich bin jetzt hier, wenn ich mich da auf den Berg stelle, habe ich so ein bisschen Überblick. Dann gucke ich mal, ob ich da nicht einen Karibu finden kann. Hier ist noch eine L-Spur, die nehmen wir natürlich nicht. Und deshalb gehe ich mich jetzt mal umgucken, ein bisschen oben hier, die ganzen offenen Flächen angucken. Und sobald ich einen Karibu sehe, oder was Großes anderes, ja, Bären lasse ich jetzt auch in Ruhe, dann hole ich euch wieder dazu. Also hoffen wir mal, dass wir noch was finden. Und ich sag mal, bis gleich.
Ja, da sind wir wieder zurück. Wie ihr sehen könnt, habe ich einen Call bekommen. Und zwar von einem. Ja, annehmen, wenn nicht schlecht. Von einem Rentier, ja. Und es hat sich ganz nach einem Männchen angehört. All die Weibchen, die machen doch eher so leisere Rufe. Hatte ich zumindest letztes Mal den Eindruck. Ja, ich habe schon so ein. Wie so ein Elefantennasenschnauzen hier von dem Rentier gerade bekommen. Und ich gehe mal gucken, ob ich das irgendwo sehen kann. Ja, ich hoffe mal, dass ich das da an dem Hügel gleich sehe. Weil es da irgendwo an dem Wasser steht. Da stehen so leider ein paar Bäume im Weg. Aber ich kann es ja schon mal anlocken, damit es nicht ganz wegrennt. Schon mal die Richtung hier einschlägt. Weil so schnell kommen die eh nicht, habe ich schon festgestellt. Was dauert doch ein bisschen. Also keine Gefahr, dass wir da jetzt reinlaufen, hoffe ich. Wenn doch, dumm gelaufen. Aber vielleicht kriegen wir es sogar mit der Armbrust. Wenn wir es überhaupt sehen. Das ist jetzt hier doch sehr baumig an der Stelle. Ah, ich guck mal, was das hier noch für eine Spur ist und dann ziehe ich mal rechts rüber. Versuch mal auf dem Hang entlang zu gehen. Das ist ein Elch. Also irgendwo da unten müsste der sein an dem Wasser. Leider sehe ich noch nichts. Ich werde einfach mal hier zu dem Hang gehen, da ist ein bisschen offener. Vielleicht kann ich da. Steht da nicht was? Tatsächlich, ich habe nur die vier schwarzen Beinchen gesehen. Ja, ich werde es mal spotten, ist tatsächlich auch ein Männchen. Nicht allzu groß. Ich sag mal, auch andere Tiere sind. Schon auf 50 Meter ran. Also vielleicht kommen wir tatsächlich in Bogendistanz. Ich versuche mir ein bisschen anzupirschen. Ja, wahrscheinlich springt er gleich ab. Wahrscheinlich soll ich einfach robben. Ja, da hat man schon den Warnruf gehört. Das weiß ich natürlich nicht, ob das noch andere waren, weil das scheint fröhlich weiterzuziehen. Jetzt bleibt stehen, das ist meine Chance. Wenn er sich jetzt beeilt, 35 Meter. Und der liegt im Knall. Beziehungsweise im Pfeilflug, oder wie auch immer man das sagen mag. Ja, ich bin nicht so der Armbrustexperte. Knallen tut's ja nicht wirklich. Ja, sehr gut. Damit tatsächlich das Rentier bekommen und da oben sehe ich schon wieder einen Bär. Aber den werde ich in Ruhe lassen. Wir sammeln erstmal das Rentier ein. Gucken mal, wo der Schuss gesessen hat. Wahrscheinlich durch die Lungen. Ah, sieht ziemlich weit oben aus. Der Pfeil könnte sogar auf dem Schulterblatt gewesen sein. Nee, kein Schulterblatt, beide Lungen. Ja, 239er. Kein großer. Ich habe mir mal so die Rangliste angeguckt. Aus Neugier, was da so möglich ist. Und da waren schon ganz andere Kaliber dabei. Ja, nee, Trophy Shot mit den Viechern bekomme ich sowieso nicht hin. Da bin ich irgendwie unfähig für. Ja gut, jetzt geht's hier so halbwegs. Ja, also da war. Ich hatte gestern geguckt, als es rauskam, da war schon einer über 700 dabei. Und der hat schon ein ordentliches Geweih gehabt. Ja, also so einen hätte ich auch mal gerne. Aber immerhin haben wir schon mal ein Männchen jetzt erlegt. Und jetzt werde ich mal ein bisschen weiterziehen hier.
und gucken, ob wir vielleicht noch eins bekommen. Vielleicht noch ein Männchen. Vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Ihr dürft gespannt sein. Und wenn ich was Neues zu berichten habe, dann hole ich euch wieder dazu. Also, bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück. Und ich habe richtig weit hier so eine Rentierspur verfolgt von so einer ganzen Herde. Und jetzt habe ich hier tatsächlich mein Rentier gefunden, sogar mehrere. Ich weiß nicht, das sieht doch aus wie ein Männchen, oder? Das hat so leichte Schaufelansätze. Ja, da unten ist auch noch was. Also, richtig viele hier jetzt im Wald. Aber jetzt zieht das Männchen mal eben davon. Das steht auf mich zu. Ich werde es vielleicht mit dem Gewehr versuchen, auch wenn dann die anderen fliehen. Ja, den habe ich natürlich wieder schön durch den Baum geschossen und der flieht. Der liegt im Knall. Auf der Flucht erwischt. Sehr gut, den markieren wir uns eben. Ja, und dann gehen wir mal gucken, ob wir den. Der andere war, glaube ich, ziemlich tief in den Bauch geschossen. Ja, ich kann euch mal kurz zeigen, ja. Also, hier bin ich hier ganz rumgelaufen und dann habe ich hier die Spur gefunden von der ganzen Rentierherde. Und die sind wirklich wie ein Strich, ja. Sind hier einmal komplett rübergezogen. Ich dachte schon, die sind tatsächlich schon raus. Vielleicht sind sie es auch schon. Weil so viele waren das gar nicht, die ich verfolgt habe. Ich glaube 3 bis 4 so. Würde ich jetzt so schätzen. Ich weiß es natürlich nicht. Gab auf jeden Fall gut Skills. Ja, ich bin jetzt Stufe 3. Innerhalb von einem Tag nicht so schlecht. So viel habe ich die gar nicht gejagt. Und dann habe ich die jetzt hier gefunden. Ich habe natürlich wieder nur die Rufe gehört, ja. Also nur die Warnrufe, die man anscheinend nicht registriert. Ich weiß nicht, ob es überhaupt Warnrufe sind oder nur so normale Rufe halt. Normale Rentierlaute. Ja, auf jeden Fall habe ich die gehört und dann habe ich mich auch schon zur Seite gedreht und da standen sie dann auch schon direkt. Glück gehabt, würde ich sagen. Fast gleich vorbeigelaufen. Aber ich glaube, das war nicht unsere verfolgte Herde. Nichtsdestotrotz werde ich die jetzt mal hier. Ah, ich will wenigstens den ersten Anschuss finden und werde dann den da hinten einsammeln gehen. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt hier der größte war von allen. Ich weiß gar nicht, wo jetzt der Anschuss war. Der war hinter irgend so einem Baum, aber hinter welchem Baum? Keine Ahnung. Ah, hier ist Blut, jawohl. Gucken wir mal. Eingeweidetreffer, ja, wie ich vermutet habe, war der Schuss nicht wirklich gut. Ich werde mir den Anschuss markieren, dann gehe ich den erstmal einsammeln und mache die Nachsuche dann gleich. Na, jetzt habe ich natürlich die Markierung von dem anderen weggemacht. Das ist natürlich wieder super gewesen. Hervorragend, aber der liegt da hinten, den sehe ich schon. Also gehen wir den erstmal holen. Ja, also das ist alles neue Spuren, das sind auch wirklich viele gewesen, muss ich sagen. Eine ganze Herde. So habe ich mir das vorgestellt mit den Rentieren. Aber eine andere Herde, die wir als die, die wir verfolgt haben. Aber soll es natürlich egal sein, wir nehmen natürlich, was wir kriegen können. Dann gucken wir mal, den haben wir hier schon hinten ins Hinterteil geschossen. Und zum Glück durchgeschlagen bis zur Lunge. Deshalb war er tot. Ja, dann gucken wir mal, ob wir den anderen vielleicht schon liegen sehen. Irgendwo. Ein blauen Schein. Aber so auf Anhieb sehe ich keinen. Zumindest nicht hier oben. Deshalb werde ich mal zum Anschluss zurücklaufen und gucken, wohin der gelaufen ist. Und dann werde ich ihn erstmal verfolgen gehen. Und wenn ich ihn gefunden habe, hole ich mich wieder dazu. Also, bis gleich. Ja, Leute, da sind wir wieder zurück.
Ich bin leider noch bei der Nachsuche von dem einen Rentier, aber hier trotten gerade wieder richtig viele rum. Deshalb versuche ich einfach mal einen zu erwischen. Ja, einen haben wir. Boah, da war natürlich vielleicht ein stärkerer. Ja, schade, den habe ich nicht gesehen. Ja, haben wir doch noch einen bekommen. Ich bin noch gar nicht so weit weg von der Nachsuche, weil ich leider zugeben muss, ich habe die Spur verloren. Ich muss hier noch mal ein bisschen rumrennen und gucken, ob ich vielleicht sehe, wo es weitergeht. Erstmal holen wir uns den nach hinten. Ja, jetzt gerät die Folge natürlich etwas in die Länge, weil wir jetzt hier in so einem Rentiernest gelandet sind. Aber deshalb sind wir auch eigentlich hier. Ja, die Bären haben uns leider am Anfang etwas aufgehalten. Aber wenn wir jetzt hier noch ein paar mitnehmen können, dann nehmen wir die natürlich. Etwas hinten dran der Schuss, aber trotzdem tödlich. Ja, beide Lungen erwischt und die Leber. Ein Weibchen. Ja, haben wir schon ein paar Rentiere. Und das Männchen muss ich leider noch suchen gehen. Ich hoffe mal, ich finde es noch. Da liegt es, glaube ich, sogar. Ja, tatsächlich. Also war es gar nicht so weit weg. Ich bin leider etwas in die falsche Richtung abgekommen, weil die Spur dahin gezeigt hatte, aber ich hätte vielleicht einfach der anderen Spur folgen sollen. Ja, dann gucken wir mal schnell noch, was das Männchen hier zu bieten hat. .389 in den Magen geschossen, knapp am Herz vorbei, würde ich sagen. Also schade. Aber ich glaube, es ist sogar mein bestes Rentier, was ich bis jetzt geschossen habe. Wenn mich nicht alles täuscht. Na, kann man die Geweihstange nicht packen. Versuchen wir es am Ohr. Am Ohr ist es auch nicht so gut, boah. Okay. Machen wir es so. Und dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Haben ja doch noch ein paar Rentiere erwischt jetzt zum Schluss. Auch wenn wir die jetzt noch mit der 7 mm schießen mussten, weil das hier doch schon ziemlich gestrüppig war und die ziemlich zügig unterwegs sind, muss ich sagen. Wenn ich die so beim Trotten gesehen habe. Ja, ziemlich flott. Also kein Wunder, dass ich die beim Verfolgen nicht eingeholt habe. Ja, Armbrust auch ziemlich stark, wie ich finde, könnte einer meiner neuen Lieblingswaffen werden. Auf jeden Fall, um unliebsame Tiere zu schießen, die ich einfach nur aus dem Weg haben möchte. Beziehungsweise ohne die anderen zu verschrecken. Weil wir haben ja gesehen, wie schnell das dann geht bei den Bären. Ja, wir schießen da die ganze Zeit welche und jedes Mal kommt da neue angelatscht. Also das ging schon ziemlich gut. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal Rentiere jagen gehen. Und gucken, ob ich noch einen größeren bekommen kann, ja. So groß war der jetzt nicht mit knapp 400. Vielleicht knacken wir mal die 400er Marke oder die 500er Marke. Wir werden es auf jeden Fall weiterhin versuchen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein.